immer dran denken, wir sind nur hier, um physikalische Gesetze zu erforschen, eine intelligente Lebensform auswendig zu machen. Mach richtig einen Saufen. Oh ja, die Gnilas mit dem Magen. Kämpfen geboren, zum Herrschen bestimmt. Vampire fürchten bekanntlich das Licht und das Helle. Aber fürchten sie auch hell? Diese ikonische Büste aus Fritz Langs Filmklassiker Metropolis wird nämlich gar nicht so beiläufig eingeblendet. Aufgestellt ist sie in der Nerdwohnung des Studenten Forry Ackerman, der, wie es der Zufall so will, doch tatsächlich genau den gleichen Namen wie der Erfinder des Vampirella-Comics trägt. Folglich ist es im Film auch Ackerman, der der Fledermausigen ihren geistreichen Namen verpasst. Ella. Vampirmädchen Ella. Vampirella. Die Anspielung auf Metropolis ist natürlich keine zufällige, denn in der gigantischen Stadt herrschen ähnliche Klassenverhältnisse wie auf Draculon. Während in Metropolis Ober- und Unterschicht fein säuberlich voneinander getrennt sind, gibt in der Vampirwelt ein Ältestenrat den politischen Ton an. In ihrer penetrant auf Harmonie bedachten Haltung grenzen sich diese Ältesten von vermeintlich minder Zivilisierten wie dem armen Flat ab, der nur deshalb eingesperrt wurde, weil er im Zuge einer gewiss verzeihlichen Heißhungerattacke einen Artgenossen ausgetrunken hatte. Wie auf raffinierte Weise erst später eingestreut wird, sind er und Ella, die Stieftochter des Staatsratsvorsitzenden, den Barbaren zuzurechnen. Sie stammt aus einer barbaren Familie, ansässig im kulianischen Ödland. Einer Region unweit von meinem eigenen Geburtsort. Doch auch wenn Flat den väterlichen Staatsratsvorsitzenden eigenhändig aus dem Weg räumt, steht er keineswegs auf einer niederen Kulturstufe, wie angesichts seiner Herkunft vermutet werden könnte. Vielmehr sprechen drei Faktoren dagegen. Erstens trägt er seine formschöne Steppweste mit der gleichen herben Eleganz wie ein ehemaliger Bundeskanzler. Zweitens hat er es in der Rolle des Musikers Jamie Blood auf die große Bühne von Las Vegas geschafft und musizierte dort aus Leibeskräften wie Rocky in der Picture Show. Und drittens vermag er aus dem Stegreif Shakespeare zu zitieren. Wie sagte doch mein alter Freund William Shakespeare vor langer Zeit? Gute Nacht, mein süßer Prinz. Diese Worte, die aus dem Schlussakt des Hamlet stammen, sind klug gewählt. Mit jener Wendung, mit der sich Horatio an den sterbenden Freund gerichtet hatte, versucht nun Flat, die Nähe zwischen sich und seinem Verfolger Adam van Helsing zu betonen. Beide V-Männer bevorzugen nicht nur die modische Herrenweste, sondern haben auch jeweils einen erfolgreichen Parizid ausgeführt. Adam an seinem tatsächlichen Vater und Flat an seinem symbolischen. Beinahe liebevoll bemüht sich der ältere Flat, dem jüngeren Adam seine Vorzüge zu offenbaren. Lehre mir mal etwas, Adam. Du hast doch wohl nichts dagegen, dass ich dich so nenne, hm? Weißt du, wie alt ich bin? Meine ungeheure Macht ist grenzenlos, Adam. Seien wir doch ehrlich. Verglichen mit euch Sterblichen bin ich ein Gott! Die überdeutlich hervorgehobene Konstellation Gott Adam legt es nahe, dass auch eine Eva bzw. Ella mit von der Partie sein muss. Allerdings hat diese noch eine alte Rechnung mit Flat zu begleichen. Ihre Wandlung vom Leonor-weißen Unschuldslamm zum Ferrari-roten Racheengel wird damit erklärt, dass sie die Ermordung ihres Stiefvaters nicht ungesühnt lassen kann. Obwohl sie selbst künstlerisch veranlagt ist, verkennt sie mutwillig das Potenzial von Flats kunstvollem Plan. Diese Strahlen haben dieselbe Wirkung auf die Atmosphäre der Erde wie ein begrenzter nuklearer Winter. Über eine lange Zeit hinweg wird das gesamte Sonnenlicht blockiert werden. Offenkundig verfolgt Flat das hehre Ziel, sich selbst als Anti-Sonnenkönig zu intronisieren. Doch die Eckzahnige missgönnt dem einstigen Draculonia diesen Triumph, der sie in seiner Kriegsrede vielleicht etwas vorschnell zum Heiligen Vater stilisiert. Denn Vampirellas einmal entfachter Rachedurst muss gestillt werden. Oder um es mit Charlie Baltimore aus The Long Kiss Goodnight zu sagen: Schreien sollst du zugrunde gehen! Nun ja, genauso geschieht es dann auch. Ah! Ah!
Wie man weiß, ist dort, wo Sadismus waltet, Herr Masoch oft nicht fern. Diese Volksweisheit wird jedoch geschickt kaschiert, indem Vampirella abschließend in Aussicht stellt, die verbliebenen Anhänger Flatz mit den Menschen in eine harmonische Eintracht führen zu wollen. Fast könnte man meinen, hier würde erneut auf Metropolis angespielt, der bekanntlich in der Sentenz mündet, Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein. Aber eben nur fast. Denn was Vampirella am Ende vom Boden aufhebt und sich umhängt, ist nichts anderes als das Amulett der Unterwürfigkeit. Vor ihrem geistigen Auge durchlebt sie noch einmal die Bondage-Szene mit Adam und hofft darauf, ihm schon bald als seine Whippirella gefällige Dienste zu leisten. Vermutlich wird aber der Vampirjäger nicht Christian Grey genug sein, um diese vampirallige Sehnsucht zu befriedigen. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Fledermausige zu ihrem Nerd Eckerman zurückkehrt, da sich dieser als jener diabolische Harlekin aus Simon Winzers gleichnamigem Film entpuppen dürfte, den er so ausdrücklich verehrt.